Auch in diesem Jahr lag wohl wieder unter so manchem Weihnachtsbaum ein unbemanntes Flugobjekt. Umgangssprachlich besser als Drohnen bekannt, haben die flinken Flieger auch bei uns längst den Luftraum erobert. Bereits kleine Drohnen besitzen eine beeindruckende Reichweite. Die größeren fliegen sogar bis zu 5 Kilometer weit und trotzen Windstärke 5. Mittlerweile sind Drohnen oft mit einer Kamera ausgestattet und ermöglichen so den Flug aus der Vogelperspektive. Die Steuerung erfolgt bequem mit einem Tablet oder einem Smartphone. Was viele nicht wissen, auch Hobbypiloten müssen sich beim Fliegen an Regeln halten. Die Flughöhe darf nur 100 Meter betragen und der Pilot muss seine Drohne immer mit dem bloßen Auge sehen können. Flüge über Menschenansammlungen, Industrie und militärische Einrichtungen sind ebenso tabu wie Nachtflüge. Um Sperrgebiete zu erkennen, ist ein Blick in sogenannte Luftfahrkarten hilfreich. Die Einsatzgebiete für professionelle Drohnen sind vielfältig. Neben spektakulären Luftaufnahmen können auch Photovoltaikanlagen oder Windräder auf Beschädigungen kontrolliert werden. Als Ergänzung zum Hubschrauber profitiert zukünftig vielleicht auch der Brand- und Katastrophenschutz von den Fluggeräten.